Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Freunde, ich hoffe, euch geht's gut da draußen. Es gibt endlich wieder eine neue Folge. Diese Tracks müsst ihr im Club spielen. Ich weiß nicht, welchen Part wir sind. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Ist auch schon wieder ein bisschen länger her. Ich habe euch heute schnelle 7 Tracks vorbereitet, die ich mit euch kurz durchgehen will. Einer kranker als der andere, obwohl der erste Drop, erster Track absolut geisteskrank schon ist. Deswegen, Freunde, ich ziehe mir jetzt die Kopfhörer auf, wir gehen rein. Ich kann euch nur wieder einen Teil von den Liedern zeigen, weil sonst die GEMA mir wieder sonst einen gibt. Ihr wisst, was ich meine. Ihr könnt gerne kommentieren, welcher euer Favorite ist. Falls ihr noch geilere Tracks habt oder Remixe habt, gerne mir schicken, Instagram schreiben oder in den Streams vorbeischauen. Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Wir gehen rein, 3, 2, 1, Abfahrt. Wie gesagt, schnelle Runde heute, Freunde. 7 Tracks nur vorbereitet. Ich weiß nicht, welche Reihe wir sind oder welche Folge das genau ist. Aber wir fangen mit dem fast krassesten Track. Also wie gesagt, mir gefallen ja alle Tracks. Aber wir fangen mit meinem absoluten Lieblings-DJ an. Will Sparks ist ein Edit, Age of Love. Ist schon wieder ein bisschen älter, aber gehört für mich trotzdem in diese Playlist. Und wir starten mit Track Nummer 1. Abfahrt. Come on, dance with me, move your body, dance with me, move your body, dance with me, schmeckt. Move your body, dance with me, move your body, your life with me. Ey, der darf in keiner Playlist filmen, Mann. Dieser Drop, Mann. Schau mal kurz noch in die Kommentare rein. Ja, alle fühlen den Track. Alle fühlen den Remix. Will Sparks is always on. Auf jeden Fall, Mann. Ey, die Klicks, gut 270.000 fast, aber viel zu wenig Abonnenten für das, was er macht. Nicht mal 8.000 Likes, aber gehört für mich auf jeden Fall in diese Folge mit rein. So wie jeder Will Sparks Track, Remix, Edit, was auch immer. Wir kommen zu Track Nummer 2. Track Nummer 2 kennt auch jeder, Everything You Have Done. Der Track ist von Medusa. Ich verstehe nicht, warum manche YouTuber oder YouTube-Channel, wenn sie was hochladen, nicht den Künstler mit reinschreiben. Der ist gut. Ich finde solche Remixe oder Edits so unfassbar geil. Allein diese leichten Synths, was im Drop mit drin ist, es drückt halt einfach nur. Im Endeffekt sind es eigentlich nur simple Synthesizer, aber es hört sich halt deutlich besser an. Also gefällt mir. Auf jeden Fall besser als das Originale. Wir kommen zu Track Nummer 3. Ist mal wieder ein Bootleg. Und diesen Künstler kennen wir von den anderen Folgen. Michael Parker oder Michael Parker. Der Typ. Einfach geisteskrank. Und dieser Bootleg einfach eine 10 von 10. Und ich weiß nicht, woher er seine ganzen Synths hat. Der soll einfach mal am besten Sample Pack rausdroppen. Ja, Mann. Ey, auch schon wieder deutlich besser als das Originale. Also Michael Parker, wirklich krasser Produzent. Wir switchen zu Track Nummer 4 und auch die Plattform. Dieses Mal nur auf Soundcloud. Ich muss jetzt auch ein bisschen länger suchen, wo ich den Track gefunden habe, weil auf YouTube gibt es den nicht. Und ich habe gesehen, es ist von einem Mashup-Pack, das ich mir runtergeladen habe. Ihr kennt das Spielchen hier, Free Download, einfach gönnen. Hier haben sie sogar die Tracks reingeklatscht, also die Mashups, wer das gemacht hat, welcher Track mit drinnen ist und so weiter. Also diese ganzen Tracks, Edits plus Bonus-Tracks findet ihr in diesem Mashup-Pack. Einfach runterladen, aussortieren, beziehungsweise die halt in die Playlist packen, was euch taugt. Ich habe euch mal diesen Track hier rausgesucht. Ist jetzt nicht so krass wie dieser hier von Michael Parker. Ist ein bisschen was Entspanntes. Maler, ich glaube, kennen auch die ein oder anderen. Zwei Tracks,
gemashed up von Sam Collins, ist gut geworden. Ist ein bisschen laut. Gut, der ist gut. Ist halt mal ein bisschen was anderes. Aber schon sehr geiler Drop, beziehungsweise sehr guter Mashup. Ihr könnt euch gerne mal durchhören. Genau, hier hat er auch nochmal den Link reingepackt für den kostenlosen Download. Und ich mach's halt auch so, ich lade mir die runter, pack die nicht alle in meine Playlist oder mein DJ-Programm, sondern ich höre mir die erst nochmal an, gefallen mir die, wie hören sich die Drops an, passt es zu mir, fühle ich das. Meistens bleiben von, keine Ahnung, 10 Tracks, bleiben 3 übrig, die ich halt dann in die Playlist packe und dann droppe ich die halt irgendwie in den Streams oder halt hier für diese Folge. Nächster Track, wieder Soundcloud, Relax My Eyes, ist ein bisschen was Entspanntes, Restricted. Der Typ ist, glaube ich, auch geisteskrank durch die Decke gegangen. Seine TikTok-Videos oder TikTok-Remixe, Millionen oder Hunderttausende von Views, hat krasse Auftritte, krasse Gigs. Hier ist jetzt nicht von ihm direkt veröffentlicht worden. Ich glaube, ich habe das Original gar nicht mehr gefunden. Gibt auch leider keinen Download-Link, aber trotzdem wollte ich euch den Track mal zeigen. Ist halt eher so was Gemütliches. Aber schön. Hey, entspannte Kick. Entspannter Synth. Und dazu einfach chillige Vocals. Ja gut, der Track heißt auch Relax My Eyes. Ist sehr geil, ist ein bisschen entspannter, nicht so hart wie die anderen jetzt. Aber ich sag mal so, fürs Intro oder so, wenn ihr einen Gig habt oder so, kommt bestimmt ganz gut. Nächster Track ist Justin Bieber, Beauty and the Beat. Echt ein cooler Track geworden, beziehungsweise echt sehr krasser Remix geworden, was auf TikTok straight viral gegangen ist. Ich habe euch hier mal ein paar draus gesucht. Ich bin mal gespannt, ob die GEMA das zulässt. Valexus ist mit diesem Track oder mit diesem Remix ja bekannt geworden. Macht auch regelmäßige weitere Remixe, aber der ist halt schon sehr krass. 1,7 Millionen Views, 36.000 Likes. Da geht auf jeden Fall noch einer mehr und wir gehen rein in den Drop. Sehr gut. Sehr gelungener Remix, auf entspannt. Die Kick ist jetzt nicht allzu krass, war aber, glaube ich, auch so gewollt. Also Druck ist jetzt nicht so dahinter, aber wir kommen auch zum allerletzten Track für diese Folge heute, Freunde. Und zwar geht es von Willow. Der macht auch noch fleißig Mashups, Bootlegs und Edits. Die aktuellen Edits bzw. Remixe, was er macht, sind eher so auf entspannt, bisschen Deep House, bisschen House. Aber so richtiger Bounce oder Techno macht so aktuell leider nicht mehr. Aber der Track ist auch sehr wild. Und geht immer im Club. Entspannter. Also wie gesagt, die Folge ist heute auch sehr kurz gewesen. Paar entspannte Tracks dabei, paar saftige Kick-Remixer dabei gewesen. Ja, in diesem Sinne, Freunde, würde ich sagen, das war's von dieser kurz und knackigen Folge. Gerne wieder in die Kommentare schreiben, welcher Track euch am besten gefallen hat. Falls ihr Ideen habt, ich muss mir jetzt langsam mal einen neuen Stuhl kaufen. Falls ihr neue Tracks oder coole Remixe, Bootlegs, Mashups, was auch immer kennt, gerne her damit, gerne auf Instagram schicken oder kommt in meine Streams vorbei und ballert einfach mal kurz Namen rein.
dann machen wir so eine kleine Reaction im Stream. Und in diesem Sinne würde ich sagen, Freunde, ich melde mich ab. Danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Und wir sehen uns zum nächsten Video. Wird auf jeden Fall lustig, denn dann werden wir dieses kleine Gadget ausprobieren. Ich bin raus. Ciao.